Und damit recht herzlich willkommen bei Train Fever, einem kleinen Indie-Spiel aus dem Hause Urban Games aus der Schweiz. Also es ist, glaube ich, nur ein vierköpfiges Team oder so. Und ich dachte mir dazu, mache ich mal ein kleines Angezockt. Ich habe es schon mal angespielt, weil es mich echt interessiert hat, wie das denn überhaupt so ist. Weil ich Transport-Tycoon-Fan der ersten Stunde quasi bin. Und ich dachte mir, das ist schon cool, so ein Spiel jetzt einfach mal im neuen Gewand sozusagen zu spielen. Deswegen bin ich mal total gespannt, wie sich dieses Spiel auch weiterentwickeln wird. Weil es gibt immer wieder Patches und jede Menge Mods gibt es auch schon. Und auch eine große Community, deswegen bin ich da mal echt gespannt. Und ja, nee, wir laden kein Spiel. Das waren die Spielstellen übrigens, die ich schon habe. Ich habe schon mal ein bisschen was ausprobiert. Aber auch nicht wirklich was wirklich weit gekommen, weil man fängt jetzt hier im Jahr 1850 an und ich war, glaube ich, im Jahr 1854 oder so. Das war, glaube ich, der letzte Spielstand. Und da sind jetzt auch noch nicht neue Fahrzeuge dazugekommen oder so. Deswegen, man fängt ganz einfach an mit Kutschen und mit einer ganz einfachen Bahn. Und ja, deswegen, ich zeige euch das einfach mal. Ja, der Name, den lasse ich, glaube ich, mal so. Weltgröße lassen wir erstmal auf klein. Wenn ich dann Let's Play draus machen sollte, vielleicht mache ich das, ich bin mir da noch nicht hundertprozentig sicher, dann werde ich wahrscheinlich eine größere Karte nehmen, aber wir lassen das jetzt hier erstmal bei klein. Weil klein ist auch schon groß genug eigentlich, wenn man sich die Städte und so auch mal anguckt. Aber dazu gleich mehr. So, Landschaftstyp flach. Ich mache mal Mitte. Mitte ist mal gut. Hügelig weiß ich gar nicht. Das ist, glaube ich, zu extrem. Schwierigkeit lasse ich auch erstmal auf einfach. Startwert nehmen wir dann zufälligen Wert. Ja, ich klicke nochmal ein paar Mal durch. Zack, zack, zack. Letzten Endes hat das eh keine große Bedeutung. Zumindest sieht man ja jetzt nicht, wie das nachher wird. Das ist ja nur ein Wert. Damit kann ich jetzt persönlich nichts anfangen. Ich hätte natürlich auch persönliche Zahlen oder keine Ahnung, Geburtsdatum und so einen Quatsch eintragen können, aber das können wir dann, wenn dann vielleicht im richtigen Spiel nachher machen. So, willkommen bei Train Fever. Bevor Sie mit dem Aufbau Ihres Transportimperiums beginnen, ist es lohnenswert, sich einen Überblick zu verschaffen. Die Kamerasteuerung funktioniert wie folgt. Bla bla bla, bla bla bla. Das könnt ihr euch natürlich gerne durchlesen. Ich weiß schon in etwa, wie die Kamerasteuerung funktioniert. Oder ich weiß es eigentlich ziemlich genau. Ich habe da auch schon ein bisschen was eingestellt, weil normal, wenn man mit der Maus hier in die Ecken geht, dann scroll ich ja automatisch. Das wollte ich aber nicht haben. Ich mache das immer lieber über die Tasten. Weil gerade wenn man hier unten so Bedienfelder hat, dann passiert es doch ganz leicht, dass man dann da rankommt und dass sich dann das Bild komplett verschiebt, was man ja eigentlich gar nicht möchte. Oh, es ruckelt das gerade mal ein bisschen. So, ihr seht, die Karte, das sieht zwar erstmal nicht so groß aus, aber wenn man sich so die einzelnen Städte anguckt, die sind schon relativ groß, auch wenn es natürlich Kleinstädte sind, aber im Vergleich zu Transport Tycoon oder so, sind die schon relativ groß und komplex. Und das Interessante jetzt hier bei dem Spiel ist, dass es mehr auf die Personenbeförderung ausgelegt ist. Klar kann man hier auch, ich glaube es gibt 4 Produktionsstätten, also man kann hier Kohle transportieren, Eisenerz, was geht noch? Und dann die Waren, die daraus entstehen und was ist hier? Öl, genau, Öl geht auch noch. Ich weiß gar nicht, was noch. Irgendwas war, glaube ich, noch. Ich glaube, Holz, gibt es Holz auch? Irgendwas gab es, glaube ich, auch. Ja, guck mal hier. Ein Wald, genau. Da können wir, das können wir aber später machen. Ich glaube, wir konzentrieren uns tatsächlich erstmal hier. Wir suchen uns erstmal eine Stadt aus. Pass mal auf. Mandelbachtal, Lalling? Okay. Ostenholz, Badenmühle. Nehmen wir doch mal die mittige Stadt hier, Badenmühle. Da ist auch ein Fluss in der Nähe, Meer. Ist natürlich jetzt noch nicht so interessant. Da es noch keine Schiffe und so gibt. Okay, das sieht jetzt hier vielleicht nicht ganz so schön aus mit dem Übergang, aber ich finde, das kann sich echt sehen lassen für eine Transportsimulation. Also vor allem ist das ja durch ein vierköpfiges Team entstanden. Quasi so ähnlich wie Transport Tycoon. Das hat zwar einer gemacht, aber was auch schon relativ krass ist, aber naja, ich würde sagen, wir machen mal unsere erste Transportlinie hier. Und genau, ein wichtiger Aspekt ist auch, die Leute hier sind alle simuliert. Jede einzelne Person ist simuliert. Okay. Die geht zum Beispiel zum Arbeitsplatz. Mhm. Der auch hier. Oder die, oder der. Kann ich jetzt von hier aus nicht erkennen. Okay, ist ein Typ. Der geht zum Arbeitsplatz. Ha? Die geht auch zum Arbeitsplatz. Hier gibt es nämlich mehrere Aktivitäten. Also hier gibt es einmal Freizeit.
dann gibt es Arbeitsplätze und natürlich die Wohnungen, wo die Leute leben. Das heißt, man muss diese drei Faktoren miteinander verbinden, sozusagen. Das ist hier zum Beispiel Industrie. Ist das auch Industrie? Ne, das ist ein Wohnhaus. Okay, Wohnhaus genau neben, gegenüber von der Industrie ist natürlich auch schön. Das heißt, man muss das jetzt natürlich irgendwo verbinden. Ist das auch Industrie? Wir haben hier viel Industrie. Okay, dann setzen wir doch hier schon mal eine Bushaltestelle hin. Zack. Dann nehmen wir mal die hier. Ich glaube, diese werden auch mit der Zeit verändert, genauso wie die Häuser auch. Die Veränderungen sind jetzt, meine ich, nicht so stark wie bei Transport-Tycoon zum Beispiel. Da verändern sich die Städte ja wirklich komplett. Das ist hier, glaube ich, nicht ganz so extrem. Aber ich kann es halt auch noch nicht so genau sagen, weil ich auch nur die ersten, weil ich nur eine Stunde vielleicht oder zwei Stunden in dem Spiel verbracht habe. Jetzt müssen wir mal gucken. Am besten ist natürlich, wenn wir hier so einen Kreis haben, dass die einmal so rumfährt. Das erste ist ja sowieso, das erste sind Kutschen, was wir jetzt bauen können. Nicht, noch nicht mal Busse, also was auch interessant ist. Und so natürlich, so weit zurück kann man natürlich bei Transport Tycoon leider auch nicht gehen. Dann bauen wir hier doch mal ein Straßenfahrzeugdepot. Ich glaube, die Musik ist ein bisschen leise. Die kann ich mal ein bisschen lauter machen, oder? Oder höre ich das nur so leise? Na gut. So, das ist doch der perfekte Ort für ein Busdepot, beziehungsweise ein Fahrzeugdepot. Da wird hier nicht unterschieden. Ist ja auch nicht so wichtig. Oh, okay, jetzt ist die Musik doch wieder lauter. Dann ist jetzt nur, jetzt müssen wir zum Beispiel, jetzt ist das ein bisschen anders als Transport-Tycoon oder andere Transportsimulationen. Kann natürlich sein, dass es auch welche gibt, wo das genauso ist. Jetzt müssen wir uns aber erstmal unsere Linie erstellen. Das heißt, wir machen jetzt eine neue Linie. Wir können auf alle das lassen, das ist jetzt nur, damit wir das besser unterscheiden können, aber das macht er gleich automatisch. Dann wählen wir erstmal die erste aus. Jetzt würde der hier schon so einen Kreis fahren. Macht ja auch Sinn. Der würde jetzt nicht wenden hier auf der Stelle oder so, der würde jetzt einen Kreis fahren. Jetzt fügen wir das hier hinzu. Zack, jetzt fährt er schon mal einen größeren Kreis. Das hinzu, das ist immer ganz interessant. Okay, das ist jetzt, das macht jetzt weniger Sinn. Ich weiß nicht, ob das noch, warte mal. Ich den noch hinzufüge und den. Okay, dann muss ich das wohl anders machen. Moment. Ja, das ist manchmal ein bisschen buggy. Aber es ist halt auch noch in der Entwicklungsphase, das Spiel. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Beta ist oder so, aber die arbeiten auf jeden Fall noch daran. Oder geht das nicht wegen den Straßen hier? Warte mal, was ist denn, wenn ich hier... Okay, dann da. Da. Okay, das liegt wahrscheinlich... Ich weiß nicht, woran das jetzt liegt, dass die so kreuz und quer fahren. Aber egal, lassen wir das einfach so. Spielt im Prinzip auch nicht so die große Rolle. Wird natürlich mehr Sinn machen, wenn die hier einmal so rumfahren würden. Aber wahrscheinlich geht das wegen irgendeiner Straße hier nicht, weil eine Straße wahrscheinlich nur in eine Richtung hier geht oder so. Ich weiß es gerade nicht genau. Ist ja auch egal. So, jetzt haben wir unsere Linie. Die können wir hier auch noch beliebig benennen, wie wir wollen. Hier können wir auch sehen, die Finanzen dieser Linie, wie die, ob wir da Einnahmen mitmachen oder ob wir da mehr Ausgaben haben. So, wie nennen wir die denn jetzt mal? Linie 1. Wir nennen die einfach mal, wie heißt denn der Dorf hier? Badenmühle. Der Dorf, ja. Das Dorf. Der Ort wollte ich eigentlich sagen. Baden... Okay, Moment. So. Badenmühle... 1. So. Dann schließen wir das Fenster mal wieder. Jetzt haben wir unsere Linie. Dann können wir... So, jetzt machen wir mal ein neues Straßenfahrzeug. Und ihr seht schon, wir können Kutschen bauen. Das hier wäre jetzt eine Güter, also eine ja, heißt hier Pferdefuhrwerk, ist im Prinzip, da können wir im Prinzip Ladung mit transportieren. Sei es Eisenerz, Kohle, diese ganzen Güter können wir damit halt transportieren. Und das ist eine Postkutsche, damit können wir auch Personen befördern. So, dann kaufen wir da gleich mal zwei Stück von. Schließen das Fenster wieder. Wobei, eine hätte wahrscheinlich gereicht. Aber wir machen das jetzt erstmal so. So, jetzt sagen wir einfach hier Linie 1, zack, Linie zuweisen. Und das finde ich recht komfortabel gelöst. Da fährt die auch schon los. Jetzt haben wir hier noch ein Straßenfahrzeug. Moment, muss ich nochmal rein hier. Achso, da muss ich hier drauf, genau. So,
Ich habe es ja jetzt auch noch nicht so oft gespielt. Ich muss auch immer erstmal gucken. Dann sagen wir hier auch Linie zuweisen. Zack. Und da sollte es sich auch schon in Bewegung setzen. Und ich finde auch cool, dass man das so schön beobachten kann. Cool wäre natürlich jetzt auch noch, wenn man da mitfahren könnte. Besonders bei den Zügen ist das witzig. Weil die fahren doch schon, das ist doch schon eine unheimliche Strecke, wenn man jetzt von dem Ort zu dem Ort fährt oder so. Nicht so wie bei Transport Tycoon, ich vergleiche das natürlich jetzt immer. Da sind die Städte dann doch deutlich dichter zusammen. Weil wenn man so guckt hier, das ist doch schon relativ weit entfernt. Und das dauert auch eine Weile, bis der Zug hier ankommt dann. Ich weiß auch noch nicht, wollen wir schon mal einen Zug bauen? Aber ich muss natürlich einiges zeigen, da das ja in Let's On gezockt ist und deswegen... Mandelbachtal hört sich doch auch gut an. Wollen wir da mal einen Zug fahren lassen? Weil das sind ja relativ... Das sind ja die größten Orte hier. Lalling oder Lalling? Ostenholz, die sind alle relativ ähnlich, ne? Hier können wir ja auch noch... Hier gibt es noch eine Übersicht. Hier sehen wir auch, welche jetzt die größte Bevölkerung hat. Sind jetzt natürlich nicht viele Städte, weil wir auch die kleine Karte gewählt haben. Die haben natürlich alle nicht viel Bewohner. Hier steht nur 214, ist natürlich nichts. Aber wenn man überlegt, dass diese Personen alle frei simuliert sind, dann ist das doch schon eine ganze Menge. So. Lalling. Lalling ist der größte Ort. Gut, hätte ich jetzt auch so gesagt vom Aussehen her. Deswegen würde ich mal sagen, dass wir den Bahnhof hier hinpacken. So. Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, man kann nicht direkt mit dem Bus zum Bahnhof fahren. Zumindest geht das mit diesem Bahnhof hier noch nicht. Kann ja sein, dass es noch erweiterte Bahnhöfe oder sowas gibt, aber man muss die Bushaltestelle dann noch extra bauen. Und die kann man nicht direkt da im Anschluss bauen. Aber naja, das wird bestimmt auch noch kommen. So. Jetzt würde ich sagen, den setzen wir mal so hier hin, ans Ende der Straße, zack. Aber ich glaube, die finden da auch so hin, das ist nicht so das Problem. Weil beim letzten Mal, wo ich das mal gespielt hatte, da haben die so hingefunden. Da musste man nicht eine Busverbindung dahin bauen. Da waren dann, am Ende war der Zug immer voll, also von daher. Dann baue ich hier nochmal eine hin. Hier wird nämlich auch unterschieden zwischen Güterbahnhof und Bahnhof. Was natürlich auch logisch ist, aber ja nicht in jedem Spiel so gemacht ist. So, jetzt ist natürlich die Frage, setzen wir den hier ans Ende? Da müssen wir mal eine riesen Kurve fahren. Würde hier bald mehr Sinn machen. Ich würde ihn gerne hier hinsetzen, aber da müssen wir einige Häuser für abreißen. Und die Straße wäre dann auch im Weg. Oder ich verlängere hier einfach mal die Straße. Das können wir natürlich auch ganz schnell mal eben machen. So. Nee, Moment. Ist das eine andere Straße? So. Was natürlich gut ist, wir haben die jetzt noch nicht gesetzt. Wir könnten jetzt noch sagen, nee, will ich nicht. Aber wir sagen natürlich bauen. So. Dann baue ich jetzt mal einen Bahnhof. Na? Ich glaube, also ist das Haus im Weg, ne? Machen wir den mal so. Dann ist das auch nicht so ein riesen Winkel. Dann ist die Strecke nämlich auch relativ gerade. Wir müssen zwar über den Fluss rüber. Da hilft nichts. Aber wir können hier einfach auch gerade über die Straße rüber. Weil wenn der jetzt schräg wäre, dann müssten wir... Also eine Schräge über die Straße geht, glaube ich, nicht. So, zack. Und jetzt seht ihr schon, wir können hier jetzt auch das ein bisschen anpassen. Den höher machen, tiefer. Weil das natürlich jetzt alles hier auch hügelig ist. Das ist ja nicht eine platte Fläche, wie bei anderen Spielen. Sondern das ist ja hier schön, hat ein schönes 3D-Modell, wie man da hinten auch an dem Berg sieht. Wenn man da jetzt rüberfahren müsste, das wäre schon ziemlich kritisch. Da müsste man eher einen Tunnel bauen. Würde mehr Sinn machen. So, achso, Moment. Ach, damit mache ich auch Screenshots, das ist natürlich schön. Ich muss mir meine Fraps-Timer woanders hinpacken. Da ist, glaube ich, besser. So. Aber damit mache ich natürlich auch Screenshots bei Train Fever. Das ist natürlich schön. Oder beziehungsweise bei Steam, glaube ich. F12 ist auch bei Steam die Taste für den Screenshot. So, wo müssen wir denn lang? Wir müssen hier ungefähr lang. So ein ganz langes Stück zu machen, macht relativ wenig Sinn, weil dann haben wir hier so riesen Senken und das können wir besser anpassen, wenn wir immer so ein kurzes Stück machen. Jetzt können wir zum Beispiel hier wieder sagen, zack, weil das wesentlich besser aussieht. Lieber so ein kleiner Bahndamm, finde ich, als so eine Mega-Senke. So, hier müssen wir ja eh rüber. Guck mal, jetzt haben wir eine schöne Brücke. Da
können wir aber noch ein bisschen tiefer. Genau, das sieht viel besser aus. Und das wird jetzt relativ teuer natürlich. So, zack. Da müssen wir jetzt wieder so langsam die Kurve einschlagen. So. Rückenfall der Kollision. Zack. So soll es gehen. Aber wir können natürlich auch noch ein bisschen tiefer gehen. Den können wir nicht. Okay. Das wird wieder zu teuer. Wir machen das anders. Wir machen das hier. Und jetzt machen wir ein Stück tiefer. Noch ein Stück. Geht noch ein Stück? Nee, geht nicht. Okay, das passt aber auch. Haben wir hier einen fetten Bahndamm. Aber ist auch nicht viel teurer, ne? Viel günstiger, meine ich. Dann machen wir es lieber so, oder? Aber das sieht blöd aus. Ich sehe hier gar keine Brückenpfeiler. Ist das denn jetzt ein Fehler, oder? Nee. Ah, nee, das klappt auch nicht, sagt er ja gerade da. So ist, glaube ich, besser. Zack. Können auch nicht zu. Die Neigung darf auch nicht zu doll sein. Na, jetzt macht er wieder einen Tunnel machen, ja? Da muss man immer ein bisschen gucken. Das ist schon ein bisschen tricky. So. Deswegen mache ich immer nur so kurze Stücke. Zack. Kann man das nämlich immer besser anpassen. Aber trotz alledem ist unsere Strecke relativ schnell gebaut. Muss man schon mal sagen. Man kann das auch in eins durchziehen natürlich. Aber ich gucke natürlich noch ein bisschen immer noch, wie es aussieht. Es soll ja nicht nur effizient sein, es soll ja auch schön aussehen. So. Jetzt könnten wir hier das direkt verbinden. Aber das sieht blöd aus, weil hier wieder so ein riesen. so ein riesiges Tal haben. So geht das noch. Okay. Das ist auch cool, dass das alles so frei anpassbar ist. Man kann die Welt auch wirklich komplett frei anpassen. Ich könnte jetzt zum Beispiel den Berg hier komplett flach machen. Also das ist schon recht umfangreich. Jetzt ist natürlich die Frage, das ist die größere Stadt. Das heißt, wir starten, glaube ich, hier mit dem Bahndepot. Das baue ich natürlich am sinnvollsten, ist das, wenn man das am Ende hier der Strecke baut. Dann kann der Zug nämlich da direkt immer reinfahren. Egal aus welcher Richtung er quasi kommt, weil sonst, wenn wir den hier hinsetzen würden, müsste ich das mit einer Schiene verbinden. Dann könnte der aber immer nur in eine Richtung fahren, weil wir können nicht so die Schiene auch noch dazu machen. Zumindest habe ich das noch nicht rausgefunden, wie das geht. Das heißt, dass er in zwei Richtungen dann fährt. Und wir können ja auch nur beschränkt, die Kurven können wir auch nur sehr beschränkt bauen. Die dürfen nicht zu eng sein. So, jetzt machen wir natürlich noch eine neue Linie wieder. Deswegen machen wir mal eine neue Linie. Sagen wir, ach, das Umbenennen hat er gar nicht genommen. Na gut, ist auch egal. Das ist dann sowieso eher für die Optik, beziehungsweise das, um das später besser zu unterscheiden. Noch haben wir ja erst zwei Linien, das ist noch nicht so aufwendig. Und eine relativ kleine Spielwelt. So, zack. Wenn man jetzt zum Beispiel Kohle hat oder so, oder irgendwelche Güter, andere Güter, Kohle ist natürlich auch gut, dann könnte man jetzt sagen, hier zum Beispiel könnte man sagen, Vollladen einer Fracht. Ist natürlich jetzt Blödsinn, weil das ist ja auch im wirklichen Leben so, wenn hier jetzt der Bahnhof, wenn da nur zwei, drei Leute stehen oder so, dann nehmen wir die trotzdem mit und warten nicht darauf, dass der Zug voll ist. Weil sonst steht der Zug hier Ewigkeiten und würde sich immer verspäten. Und wir würden nie Geld reinkriegen. Aber bei Kohle oder so macht das natürlich Sinn, weil da kommt immer was nach und wenn der Zug dann voll ist, dann kann man mit der vollen Ladung dann losfahren und dann kriegt man auch das volle Geld. Das macht mehr Sinn. So, deswegen lasse ich das einfach mal so. Und wir starten einfach mal mit einem Zug. So, die Spanisch-Brötli-Bahn. Auch interessanter Name. Jetzt haben wir hier zum Beispiel noch Güterwagen. Offener Güterwagen, Kesselwagen. Brauchen wir natürlich alles nicht. Wir nehmen jetzt die normalen Züge. Sehen wir eigentlich auch irgendwo Passagier, okay, da steht, wie viel wir mitnehmen können. Wir können 42 mitnehmen. Komm, einer geht noch.